Hallo liebe Grillerfreunde, hier ist wieder eure Griller Queen. Obwohl heute gar kein Grillwetter ist, weil es regnet mal wieder bei uns. Es ist doch zum Kotzen. Eigentlich war Strand geplant und ein bisschen Sonne tanken, aber nein, das Wetter hat sich umentschieden und hat gesagt, ich regne mal lieber wieder ein bisschen, weil war ja so wenig in letzter Zeit. Naja gut, wir wollen es die Laune nicht versauen lassen. Heute gibt es nämlich was ganz, ganz Geiles. Es gibt nämlich einen Gourmet-Burger, so habe ich ihn zumindest genannt. Das ist nämlich ein Burger mit Rinderfilet, kommt mal mit. Ich habe hier vor sich Chili aus dem Weg. So, ich habe hier, wir hatten am Wochenende Rinderfilet und das war so ein Riesenstrang, den habe ich immer von City. Und da muss man sich ja mal überlegen, was macht man dann so draus. Wir hatten Spaghetti Parmigiani mit Rinderfiletstreifen und da ist jetzt was übergeblieben. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was? Eigentlich, ich habe noch nie einen Burger gegessen mit Rinderfilet. Warum eigentlich nicht? Weil ich liebe Rinderfilet. So, also, haben wir hier ein schönes Stück Rinderfilet, was ich mir abgeschnitten habe. Wir brauchen heute noch eine Zwiebel, die habe ich schon mal ein bisschen klein gehackt. Eine große Zwiebel, ein bisschen Bacon, Salat, Cheddar-Käse, ja, Brioche-Brötchen. Wir brauchen Salz, Pfeffer, braunen Zucker, Rotwein und Cranberry-Saft. Und wer möchte, packt sich einfach irgendeine Steaksoße mit dazu, die er gerade so mag. Oh, hier ist eine Spinne, eine fette, die muss ich mal schnell wegmachen. Egal, wir melden uns gleich wieder. Also typisch Frauen, keiner traut sich jetzt, diese olle Spinne da wegzumachen. Wir lassen sie jetzt da, wo sie ist und wir halten uns ein bisschen von ihr fern. Jetzt geht's rüber zu meinem Grill. Den habe ich schon mal ordentlich eingeheizt, habe schon mal die Pfanne drauf. Und letztes Mal habe ich ja den Fehler gemacht, da sind mir die Zwiebeln ja sofort verbrannt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meine ganzen Regler ein bisschen runterstellen und werde jetzt etwas Öl draufgeben. Ich habe hier ganz normales Speiseöl und hier ein bisschen Öl reingeben. Und ich glaube, ich habe schon wieder den Fehler gemacht, meine Pfanne ist zu heiß, würde ich behaupten. Sie ist zu heiß, ist ja kein Problem, stellen wir einen Augenblick an die Seite. Und ihr wisst ja, beim Burger muss man ja immer ganz gut alles vorbereiten. Dadurch, dass wir heute ja kein Hackfleisch oder sowas haben und das Rinderfilet relativ schnell geht, fangen wir jetzt erstmal an, uns Zwiebeln einzukochen. Das machen wir heute mit Rotwein und Cranberry-Saft und braunem Zucker. Wir wollen nämlich auf dem Rinderfilet so eine schöne Zwiebel, also so eine Rotweinzwiebel drauf haben, um, sag ich mal, das passt ja super zum Rind, um den Geschmack nochmal ein bisschen zu verstärken, wisst ihr? Gut, das geht jetzt gleich los. Ich melde mich sofort gleich wieder. Ich habe schnell improvisiert, kurz runtergenommen, einmal die Regler ausgemacht oder die Brenner ausgemacht. Und jetzt kommt unsere Zwiebel hier rein. So, hört sich gut an, scheint mir nicht zu verbrennen, das ist schon mal super. Wir schwitzen jetzt die Zwiebel kurz an, ich sag mal so, nicht länger als 3-4 Minuten. Und dann werden wir ein bisschen braunen Zucker drüber streuen, um das Ganze zu karamellisieren. Und dann wird es abgelöscht mit Rotwein. Genau, aber die 3-4 Minuten, die braucht ihr jetzt nicht dabei sein. Da werde ich jetzt erstmal selber hier so ein bisschen drin rumwurschteln. Meine Brenner sind jetzt wieder auf volle Power. Meine Zwiebeln sind schön glasig geworden. Und jetzt habe ich hier einen Esslöffel braunen Zucker. Und den gebe ich jetzt über meine Zwiebeln rüber und lasse das Ganze karamellisieren. Wir haben eben gerade Chili hier weggeschickt, aber er sagt, heute riecht das so gut. Schön Rinderfilet, da muss ich direkt vorm Grill liegen. Er liegt die ganze Zeit vor unseren Füßen. Ich habe immer Angst, dass Yvonne mit der Kamera hier gleich umfällt. Aber ja, ich kriege ihn hier nicht weg. Er will hier einfach direkt das alles bewachen. Ne, Chili? Da, Chili Vanilli? Ah so, das findest du super, ne? Naja gut, also wie gesagt, wir lassen jetzt hier unsere Zwiebeln karamellisieren. Dazu kommt der Deckel wieder runter. Und dann löschen wir das Ganze gleich ab. Bis gleich. In der Zeit, wo meine Zwiebeln da so vor sich hin karamellisieren, gebe ich jetzt etwas Öl einfach auf meine Burgerbrötchen drauf und werde sie dann kurz auf dem Grill, ja, mit angrillen sozusagen. Jeder macht das ja unterschiedlich. Man kann Butter drauf machen, man kann Öl drauf machen. So ganz trocken mag ich es nicht. Machen ja auch einige, machen gar nichts drauf. Aber ich finde, die Lösung mit Sonnenblumenöl ist einfach immer eine schöne Lösung. Sie haben so einen leichten Crunch dann und ja, ist einfach und schnell. Das mache ich jetzt. Bis gleich. Wir wurden hier gerade von der Wespe attackiert und ich habe da eine Fliegenklatsche geholt und dann hat auch die Spinne gesagt, ciao Kakao. Also zwei Fliegen sozusagen mit einer Klappe geschlagen. Okay, gut. Unsere Zwiebeln, zeig mal hier rein. Die sehen auch ganz gut aus. Kannst du hier ein bisschen dichter rankommen? Ich glaube, das sieht man sonst gar nicht so gut. Die sind leicht bräunlich. Ich bin begeistert. Alles prima. Und jetzt werden die mit Cranberry-Saft, ein bisschen nach Gefühl, abgelöscht. Und ein schöner Schuss Rotwein. Rotwein geht doch immer. Und nun lassen wir das Ganze schön einköcheln, sodass das Ganze so ein bisschen eine homogenere Masse wird und nicht ganz so flüssig. Das heißt,
Ja. Jetzt ein bisschen Geduld noch haben. Und in der Zwischenzeit, unsere Brötchen sind ja soweit fertig, kann man einfach da schon mal den Salat drauflegen, soweit vorbereitet sein, dass man gleich nicht irgendwie Stress bekommt. Genau. Also ich lasse jetzt hier, lasse das jetzt schön einköcheln. Und ja, wenn das dann soweit ist, melde ich mich. Und dann kommt endlich unser schönes Rinderfilet auf den Grill. Ich freue mich schon drauf. Meine Zwiebeln sehen super aus. Guckt mal rein. Perfekt. Also die Flüssigkeit ist soweit weg. Ich stelle die Pfanne jetzt in den indirekten Bereich und werde jetzt zu meinem Bacon und natürlich zu meinem Filet kommen. Die Stücke, die sind ja so dünn. Das heißt, nur kurz erstmal in den direkten Bereich legen, dass sie einmal von allen Seiten leicht scharf angegrillt werden. Und dann lasse ich sie nochmal im indirekten Bereich ein bisschen ziehen. Ich habe ja normalerweise auch von Breuking eine tolle Plansche, die ich hier raufsetzen kann. Aber ich werde jetzt einfach mein Bacon mal so versuchen. Das muss ja eigentlich auch gehen. Es klebt mir öfter mal fest. Ich habe zwar so ein Spray, so ein Anti-Hack-Spray und sowas, aber irgendwie haut das nicht so richtig hin. Ich habe das auch schon geölt. Ja, aber gut, wir gucken mal, ob das hier funktioniert oder ob wir gleich einen Bacon-Salat haben. Schauen wir mal. Also so knapp 2 Minuten oder 3 Minuten jetzt in den indirekten Bereich rein. Unser schönes Filet. Und wir müssen die so ein bisschen so platzieren, dass wir jetzt den Käse drüber legen können. Der wird jetzt natürlich ein bisschen drüber laufen, aber naja, Gott, ist ja so. Wir haben ja Putzmittel, wir können ja sauber machen. Mein Bacon klappt also wirklich gut, habe ich gar nicht gedacht, aber das klappt ganz prima, es klebt gar nicht fest. Und ja, jetzt kommen wir ja gleich zum Finale und ich freue mich schon, dass wir gleich endlich probieren können. Bis gleich. Jetzt fangen wir an zu belegen. Wir fangen natürlich erstmal an mit meinem, wo habe ich jetzt meinen Löffel gelassen, Marisa, hier, schlau. Wir fangen erstmal an. Es kommen unten schon mal ein paar Zwiebeln rauf, dass das Ganze nicht so trocken wird. So, ein paar Zwiebelchen. Zack, sehr schön. Jetzt gehen wir wieder rüber zum Grill und dann holen wir jetzt, dank meines tollen Moesta, ich sag mal, was ist denn das, Spachtel? Der ist echt mega, er ist mega handlich. Und ja, den nehme ich jetzt. Hole jetzt mein Fleisch hier runter. Zack, komme ich hier rüber. Und dann kommt mein Fleisch hier drauf. Sehr schön. Pfeffer und Salz ein bisschen drüber. Je nach Belieben, so wie ihr möchtet. Und dann kommt unser Bacon noch drauf. So. Wundervoll. Und ja, dann kommen nochmal Zwiebeln. Und ich würde sagen, ihr wisst ja, es ist ja immer ein bisschen heiß. Ich warte einmal ganz kurz. So, nochmal ein kleines Topping. Zwiebeln obendrauf. Ja, und dann lasse ich das kurz abkühlen und wird zusammen probiert. Bis gleich. Meinen einen Burger mache ich ohne Steak-Soße und den anderen mache ich mit Steak-Soße. Einfach nur, ich finde einfach gerade, also ich brauche keine Soße dabei, aber ich werde jetzt für meine Yvonne, die auch einen Burger kriegt, werde ich ein bisschen Steak-Soße drauf machen, weil es einfach dann auch nicht so trocken ist. Ich brauche das nicht, aber wir machen es trotzdem. Und wisst ihr was, während wir hier gerade filmen, kommt die Sonne raus. Es ist super gerade und ich freue mich sehr. Und es ist jetzt ja gerade Mittagszeit, bedeutet vielleicht werde ich heute Abend nochmal was grillen. Ich guck mal. Bis gleich. Guck mal, so sieht das aus. Richtig lecker. Es riecht lecker. Es sieht super aus. Und wir werden jetzt natürlich den ohne Soße probieren, weil den kriegt gleich meine Yvonne. Und wir gehen mal hier rüber. Und ich muss euch sagen, dank Franz habe ich neue Messer. Und die sind fantastisch. Die sind wirklich super. Die heißen Vakoli und ist Damaststahl. Sind echt der Oberhammer. Kann ich wirklich empfehlen. Das werden wir jetzt auch gleich mal benutzen, weil beim Burger ist es ja immer so ein bisschen schwierig, den in den Mund zu bekommen. Es lässt sich schon mal prima schneiden. Wir können einmal gucken. Ich zeige einmal kurz hier rein. Ich finde, super getroffen. Und, also das Fleisch, super getroffen. Ich schneide mir jetzt mal hier ein Stück ab. Und dann wird zusammen probiert. So, los geht's. Mm. Mhm. Oh mein Gott. Mega lecker. Wirklich. Mundvoll. Mega lecker. Die Rotweinzwiebeln haben so eine leichte Süße, natürlich durch den Saft und durch das Karamellisieren. Das passt perfekt zum Rindfleisch. Und der Bacon, der gibt dem Ganzen nochmal eine ganz coole Note. Also ein Rinderfilet hat ja nun schon einen tollen Eigengeschmack, aber der Bacon ist ein bisschen übertüncht, das ein Tick, aber hat eine salzige, tolle Note dabei. Es ist perfekt. Wirklich, ich verspreche euch, grillt es nach. Es ist wirklich super. So, wir hauen jetzt hier ordentlich rein. Und ihr wisst ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da.
Toll wäre natürlich ein Abo. Am Samstag feiern wir ja unser Einjähriges sozusagen. Da freue ich mich sehr drüber. Ich werde dazu am Freitag was machen. Und es gibt ein Riesengeschenk für euch. Das wirklich, also schaltet ein. Es gibt ein Riesengeschenk. Da ist jemand ganz großzügig gewesen und ich mache eine kleine Verlosung. Und ja, deswegen guckt einfach rein, abonniert meinen Kanal, damit wir die Griller Queen noch größer machen. Und ich verabschiede mich jetzt wie immer mit einem Küsschen.